fetter Rabe im Baum. Und Tag 92. Heute ist ein besonderer Tag, denn heute ist das letzte Mal, dass ich mich regulär wiegen werde. Also es sind noch 8 Tage bis zu Tag 100, bis zu meinem Ziel. Und in 8 Tagen muss ich unter 100 Kilo wiegen. Und das heutige Wiegeergebnis wird mir zeigen, wie viel Kilo ich noch bekämpfen muss, um das an diesem Tag auch zu schaffen. Also, ich werde mich heute mit meinem Endgegner konfrontieren. Fackeln wir nicht lange, legen wir gleich los. Ab auf die Waage. 3, 2, 1 und los! Mein Endgegner steht fest. 103 Kilo ist das Ergebnis. Und gucken wir mal kurz auf den Uhu-finalen Countdown-Tabellen-Messkalender. Ich habe jetzt die 5 gekillt und die 4 gekillt. Ich bin kurz davor, die 3 zu killen, aber das liegt noch vor mir. Aber die Dinger sind auch schon mal weg. Gut, für alle, die sich für meine anderen Werte interessieren, hier mal ganz kurz. Ja, und weiter. Wichtig ist, mein Endgegner steht fest. Das heißt, ich habe jetzt noch 8 Tage, um 3 Kilo zu killen. Das wird keine leichte Aufgabe. Es ist im Gegenteil sogar eigentlich sehr schwer, weil ja in letzter Zeit die Gewichtsabnahme etwas runtergegangen ist bei mir, obwohl ich halt alle Regeln streng eingehalten habe. Aber ich werde jetzt alles geben, um das System hinzukriegen. Das heißt, die nächsten 8 Tage bis zum Sonntag übernächster Woche oder so ist das, werde ich Hardcore-Sport machen. Denn meiner Rippe geht es eigentlich schon wieder besser. Ich habe da schon ein paar Tests gemacht. Und es gibt keinen Grund, jetzt keinen Sport mehr zu machen. Also nehme ich diese Waffe, um halt die letzten 3 Kilo wegzukriegen. Für all diejenigen, die vielleicht auch etwas krank sind oder übergewichtig und sich überlegen, auch mal zu Saftfasten, kann ich nur sagen, macht das, tut es. Es ist einfacher, als ihr denkt. Es ist genialer, als man glaubt. Und vor allen Dingen hat sich bei mir innerhalb dieser 100 Tage so viel verändert. Mein Körpergefühl ist ein komplett anderes, ein viel, viel besseres. Ich bin tatsächlich wieder irgendwie ins Leben zurückgekehrt. Vorher war ich eigentlich ein scheintoter Zombiefresser gewesen. Und das ist jetzt ganz anders. Ich liebe es jetzt, hier draußen zu sein und zu laufen und was loszumachen. Und vor allen Dingen, ich kann mich wieder viel besser bewegen und so, ne? Ich habe noch 30 Kilo Übergewicht. Ich bin noch lange nicht am Ziel. Aber selbst jetzt, nach dieser Abnahme, fühle ich mich so komplett anders. Und ich kann jedem sagen, der das vielleicht machen will, der sich das überlegt, macht es, bleibt dran. Ihr werdet eine 2000%ige Verbesserung eurer Lebensqualität erfahren. Es funktioniert. Und es ist machbar. Ich bin nicht der Willensstärkste. Ich bin nicht so eine Kampfsau. Im Gegenteil, eigentlich bin ich auch ein sehr gemütlicher und fauler Typ. Ja, es hat schon seinen Grund, warum ich 147 Kilo mir angefressen habe. Aber dieses Saftfasten hat mir die Energie gegeben, hat mir auch das Wohlgefühl gegeben, dass ich nicht hungern muss. Und hat mir alles gegeben, was ich brauche, damit ich mich glücklich fühlen kann. Und wenn ihr euch entscheidet, das zu tun, werdet ihr das genauso erfahren. Also, zweifelt nicht länger, sondern macht es einfach. Probiert es aus. Und wenn es nur ein Tag ist, ihr werdet Erfahrungen machen, die für euch gut sind. So, das war's von mir schon wieder. Und zum Abschluss zeige ich euch noch eine kleine Montage, wie ich mein neues Training begonnen habe. Viel Spaß dabei. Tikwa, aus. So, nach längerer Verletzungspause ist Tikwa wieder voll zurück. Okay, schaut mir euch mal an. Komm, fester, fester. Jawohl, komm, hast du was nachzuholen? Jawohl. Hopp, 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 genau. Und los. Kettlebells wieder aufnehmen. Thank you.
gehen kann. Tipp weiß aus.